Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Days at Tagebruch. Heute bei mir sind der Hellbilly, der Pono, der Pseudo, der Redcard und der Virus. So, genug geenglischt. So, Anders. Hallo. Anders. Hallo. Und wir grüßen Pro Game Killer 2002. Grüßen, yay. Grüßen, ich habe Anders. 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 Du bist der Coolste. Er ist so Anders. Alter, ich hab den Anders-Gruß gemacht, ey. Den Anders-Gruß? Mhm. Wie geht denn der Anders-Gruß, ey? Headset in den Arsch stecken? Ja. Ne, Finger in den Arsch stecken, dann kommst du zu Redguard. Was? Red Slam, Alter. Red Slam. Red Slam. Oh mein Gott. Ja, Pono, willst du nochmal runterfahren zur Tanke? Da steht noch ein. Ich werd beschossen. Wo bist du? Ich hab einen gefunden, Oral. Irgendwie trifft er noch. Ja, dann fahr weiter, komm. Straßensperre ist wichtiger als getroffen werden. Ja, mal Plan bleiben hier. Ey. Ja, echt. Oh, jetzt hat er mich getroffen. Ah. Aber nur gestriffen, nur gestriffen. Letztes Mal überfahren. Nur gestriffen. Mach das nicht mit, Virus. Weil die haben ja alle so tolle Waffen jetzt in der Hand. Und dann, wenn sie so auf hart auf hart kommen und dann ihre Sniper da in der Hand haben. Er ist an den Zelten, der Typ. Ja, der hat mich doch auch gekillt. What? Ja, also ganze Zeit in Cherno rumgelaufen. Ja, anscheinend. Ach nee, warte mal, war nicht Cherno Zelte, war Elektro Zelte. Vergiss es. Vergiss. Ungünstig. Bin gleich da. Achso, für die Zuschauer noch. Wie, du bist nicht da? Bin auch gleich da. Unser jetziger Plan sieht vor, in Celle kleine Straßensperre machen und einfach nur Leute abfangen. Wir sind nämlich ein bisschen gefrustet durch die zwei Parts zuvor. Wir haben ja nur noch aufs Maul gekriegt, das tut nicht Not. Und jetzt geben wir aufs Maul. Nerven. Ja, jetzt geben wir aufs Maul. Ja. Das ist jedenfalls der Plan. Ja, wir haben uns gerade prostituieren lassen, indem wir. Und jeder durfte mal an uns ran. Ja, Alter, und wie die uns gefistet haben. War nicht mal feierlich. Nee, echt. Oh, Gummler, wisst ihr. Oh. Also ich habe nur zwei Magazine für eine AK, ne? Das ist nicht cool. Oh, no, na Piste. Ich muss mal austesten. Also wenn ihr jetzt was schießen hört, ne, ich bin nur noch 1000 Meter entfernt, ich will nur mal sehen, wie die AK auf Entfernung schießt. Ich schieß jetzt mal. Katzen mögen Fisters. Oh cool, Einschusslöcher sieht man ja bei DZ gar nicht. Ist ja fett. Auf Autos schon. Ja, auf Autos schon, aber am Baum nicht. Böser Baum. Katzen würden Fisters kaufen. Wo bleibt der Pone? Ich gucke nochmal gerade in der Scheune, ob ich hier nochmal eine brauchbare Waffe sehe. Nein, 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 nein. Brauchbare Waffe. Ja, sowas wie Lee Enfield. Sowas wie eine Axt. Ja, ich brauche irgendwas. Ja, weiß ich. Der andere Typ auch. Jamal? Dieser Alex. Nee, ich hab eine AK. Mit zwei Magazinen. Ja, ey, Mann. Da auch nur zwei Magazine. Wichtig ist, dass Jamal jetzt einfach hier den Mustang anschleppt und dann können wir einfach mal ins Lager fahren und uns ausrüsten. Das ist ja peinlich. Den habe ich ja gar nicht. Auch verloren. Boah, hast du nicht wieder gesucht oder was? Nee, ich bin in Otmel auf einmal gespawnt, obwohl ich gar nicht in Otmel war. Boah, das klingt nach einem Selbstmord, ne? Selbstmord wäre eine coole Angelegenheit. Nein. Ja, da geht schon wieder los, ey. Netwixer gestorben. Und da ging schon wieder los. Los jetzt, komm ran hier. Ich will irgendwas haben. Sonst renne ich da hoch. Komm. Ich bin jetzt bei der Tankstelle gleich. Alter, hier sind voll viele Zombies in Pavlovo. Nimm den roten Ugrai mit. Leute, du bist sind Pavlovo? Zombies. Ja, ich bin gleich bei euch da oben. Ich bin jetzt bei der Tanke, Pavlovo. Hm? Ja, was ist denn hier los? Tanke, Pavlovo? Ja, ich weiß auch gerade wieder nicht, was Pone meint. Entweder Tanke, Pustoschka? Tanke, Pustoschka. Wer ist Pavlovo? Also, ich bin unterhalb von Celle. Wer ist Paco Loco, ey? Paco Loco LP, Alter. Paco Loco, Anus-Fan 0850. Also, ich komme jetzt mit dem UZ und Träger.
Du bist so hart. Ich hab aber neue Muscle-Car gefunden. Der Muscle-Car-Finder. Da ist er. Wie viel soll er noch hinten dran hängen? Das ist doch Cloud, gib's zu. Ach, Scheißendreck. Ihr meint doch die scharfe Kurve oberhalb von Zelle da im Wald, natürlich, ne? Ach, fuck, ich hab die untere markiert. Nö, dann brauche ich auch noch ein bisschen. Oh, ungünstig. Oh, fuck, ey. Vielleicht steht ja hier irgendwo eine Karre. Manchmal ist es ja so. 1, 2, 3, 4, 17.000 Zombies hinter mir. Das macht ja Spaß. Kein Auto. Es lief mal alles runter, ne? Das lief mal runter hier bei uns. Es lief mal alles Gunther, ey. Ey, Günther, es lief mal alles Günther. Na, 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 na. Und sonst so, wie war euer Tag? Ach, wirklich? Ach, schön. Geil, ne? Das freut mich. Habt ihr euch auch in Starry wegschießen lassen? Teilweise. Ich hab mich gesummt. Warte jetzt auf den Pony hier. Anderssonnen. Ja, ich versuche gerade. Nichts geht über ein gebräuntes Arschloch. Was? Pony, erzähl nicht sowas. So, ich tanke noch mal ganz kurz hier. Oh, meine Pepsi. Naja, die anderen brauchen ja auch noch. Redguard, wo bist du? In Starry, ich sitze immer noch im roten Haus. Und oh, Redguard, Pferdchen, ey. Oh. 3 Meter, Pferdchen. Redguard redet nicht mehr. Hä? Bin ich, was Grimmig gerade meint? Ja. Er ist wahrscheinlich wieder gemutet. Ist? Redguard ist nicht gemutet. Du wurdest doch in Tscherno beschossen, oder? Ja. Okay. Du jetzt auch, ja? Nee. Dann okay. Ich jetzt durch Tscherno. Der Penis hat mich am Arsch getroffen. Ja, dann. Endos. So, ich komme jetzt auch von Kamminger hoch. Kamminger. Vielleicht kommst du ja noch an mir vorbei und dann sind wir eher da. Redguard, bist du gemutet? Oh. Ich komme. Oh, den gelben Bus, den sieht man ja ziemlich gut, ne? Dann fahren wir dann gleich weg. Ja, fährst du weg? Du könntest ihn rückwärts. Also, wenn er weiter am Hang wäre, würde man ihn nicht sehen. Hier unter. Nee, damit sie nicht gerade rückwärts. Ich stelle mich dann, wo der gelbe Bus ist und. Der gelbe Bus weiter rückwärts an den Hang. Soll ich durch Zelle richtig durchlaufen? Fährst auch durch. Wie, du fährst jetzt auch durch? Ich bin immer noch vor Zelle. Nee, noch wo bist ganz. Du denn? Ja, aber soll ich durch Zelle durchlaufen, sodass die Leute auf der Karte sehen, dass es rot wird? So geht das auch, ne? Guys? So, Pseudo? Gaze? Nein, lauf durch. Pack doch davor, in Doppelreihe. Lauf durch, lauf ich durch. Ich hoffe, du kommst bald mal. Meine Füße sind schon total schlapp. Und ich habe Fieber. Und in meinem Darm, ja, da herrscht Armageddon. So. Es sind nur noch 3 Zombies hinter mir, das ist doch nice. So, man kann doch immer noch hier lang fahren. Wo denn? Hier hinten, hinter der. Soll ich da den Seite, Bus hinstellen? Ja, auf der linken Seite ist ja jetzt Baum. 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 Ja, du hast keine Waffe, ne? Nö. Oh. Wovon redet der arme Junge denn die ganze Zeit? Was soll ich denn mit dir anfangen, ey? Indiana, komm doch hier jetzt. Hier wird gehupt. Das bin ich. Jo, komm ran. Fahr neben mir. Ich spring während der Fahrt rein. Los, komm. Oh. Hey, langsamer, Junge. Ich wollte auch nur. Hier ist schlecht. Wir müssen die schon, wenn sie um die Kurve fahren, beschießen. Oh, los, gib Gas. Einer auf jeden Fall da oben in die Ecke. Da hat mir noch eine mitgegeben, ey. Kannst du einen schönen Traktor sehen? Hinten durch diese Planwagen schießen. Ja. Der nächste Reifen ist der Auspuff. Ja, der nur so ein Luftrohr nach oben hat. Ist cool. So, wir kommen jetzt, Jungs.
Ihr habt eine Waffe für den kleinen Mann hier? Für Pseudo, auf jeden Fall eine Pistole. Ich habe eine M16. Jawohl, da freut er sich. Arme Sau, ey. Soll ich mal wieder eine Runde Donator-Skins springen lassen, oder was? Würde ich ja machen, dann müsstet ihr mehr meine Videos hier liken und teilen, weißt du, damit auch mal YouTube hier mal ein bisschen Geld rüber, ne? Mach ich doch. Ja, mal ordentlich teilen, liken, verteilen hier, dann lass ich mal eine Runde Donator-Skins springen. Schön die Werbungen anschauen. Ja, immer Werbung anschauen, draufklicken, kaufen. Am besten arbeite ich noch so wie andere, so mit Amazon Links unter dem Video. So, hier, wir kommen, ne? Nicht schießen. Oh. Habt ihr euch schon gefreut, oder was? Aussteigen. So, Ponne, wo soll ich mich denn hinsetzen? Wir haben Operation Menschliches Schutzschild. Ja, aber wir haben keinen Schwarzen dabei. Ja doch, ja gut, okay. Man sieht's, er hat eine Gasmaske auf. Guck mal dahin. Guck mal dahin, Alter. Ey, guck mal dahin. Ja, guck mal dahin. Wo soll ich denn? Guck mal dahin. Okay. Und jetzt fahr ihn an. Fahr ihn kaputt. Nein. Fahr ihn kaputt. Aus. Mach es. Fahr ihn kaputt. Mach ihn kaputt. Schau mal in den Rucksack rein. So, ne? Oh, hier, jetzt chillt er erstmal. Jetzt chillt er. Oh, ob hier überhaupt was kommt? Hey, soll ich mal EXT anschreiben, wo wir sind? Ja, die kommen dann mit Heli und zwei Humvees. Ja, ist traurig, ne, dass man Leuten nicht mehr vertrauen kann hier. Wie wär's, wenn wir den UAZ als Verfolgungsfahrzeug nutzen? Ja, und ich wollte ihn gerade wegen wegstellen. Ja, also ich komme jetzt mit dem Muscle Car da hoch. Ach nee, dann ist das Verfolgungsfahrzeug. Ja, Muscle Car ist besser. Ja. Jamal hast Waffe. Jamal, hast Waffe. Ja, aber Munition. Für was? Guck mal, da kommt es. Junge. Soll ich mit ihm dann wegfahren? Wäre so lustig, wenn er jetzt da reingefahren wäre. Alter, ohne Scheiß. Ich würde dir mal interessieren, wo ist denn das andere Muscle Car? Fahr doch mit dem Muscle Car in die Base, ist doch nicht weit von hier. Und dann holt mal ein bisschen was ran. Munition. Mal viel schwarzer Käse machen können. Ich fahr. Wer fährt denn da? Ich? Da kommt was? Achso. Ja. Jetzt parkt das Ding hier irgendwo. Immer darf ich fahren. Mann. Könnt ihr eine RPK mitbringen? Was? Ja, ein MG wäre schon witzig. Ja, ich möchte eine RPK spielen. Ja, so, und wir hocken jetzt hier zusammen auf einen. Boah, ich dachte, wer ist das denn, ey? Alter, wer ist denn da hinten am blauen Schild? Alter, guck mal, Ponne, da hinten am blauen Schild. Ponne, da, wir müssen schießen. Ja, ich seh ihn. Schieß du! Nein, ich trau mich nicht. Okay, ich schieße. Oh nein, oh Gott, ich wollte gerade echt gegen diesen Baum schießen, wo er hingelaufen ist. Scheiße. Ja, da stehst du aber sehr gut. Versteck dich mal da hinterm Baum, wenn einer von oben kommt, ist das gut. Ponne, wo, ich geh ein bisschen weiter zur Straßensperre, oder was? Jo, versteck dich mal auch hinter so einem Bäumchen. Ja, hier, ich stehe hinter Bäumen schon. Genau so. Gucken wir mal, Karte, alles grün. Es sind 31 Leute auf dem Server, da sollte was gehen. Da muss irgendwas hier mal langkommen. Da muss einfach was gehen. Wann ist die nächste Winterswoche? Sonntag natürlich. Immer sonntags? Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Ach so, ich war ja Samstagabend bei dir, deswegen ging das. Ja. Es geht auch Samstagabends, die aufzunehmen. Das ist gar kein Problem, lieber Poninski. Ich habe in der letzten Vendetta-Woche ja jetzt einen Upload-Plan klar gemacht. Das heißt, ich muss heute eigentlich noch 17 Stunden Dishonored aufnehmen. Oh, wir werden hast du gerade nachgeladen? Wir schießen? Ja, willst du nochmal hören? Nochmal einen Schuss? Was? Ja, die werden beschossen. Hallo, die Leute werden beschossen. Ja, kurz, naja, egal, die treffen nicht. Du bist Toschka. Genau. Kurz nach Pushy auf unserer Straße. Aha. Pushy. Soll ich mit dem Trecker hinterherkommen, oder? Mit einem UAZ, Alter. Ach, Pseudo ist da hinten hinterm Baum, ja? Ah, ich hab ja immer noch kein Fernglas. Hast du ein Fernglas, Ponne? Ja. Brauchst du das? Eins haben? Ja, ich will eins. Kann ich an deinen Rucksack? Warte mal, Alice Pack, ja. Brauchst du kein Fernglas? Ich liebe Ferngläser. Ich benutze die sehr, sehr gerne. Willst du denn hier mit dem Fernglas? Gucken. So, auf die Straße, ne? Ich fahr mal kurz. Ja, ich bin kurzsichtig. Wo willst du jetzt hinfahren? Oh, Vorhaut. Vorhaut. Du willst echt nach Pustoschka jetzt fahren? Also Pustoschka werde ich jetzt nicht hinfahren. Nein. Ich fahr nur hier oben hin. Es wäre cool, wenn irgendjemand immer mal wieder die Karte im Blick hat, wenn durch Zelle was fährt.
Das ist eigentlich Redguard sein Job. Ja, ist wo ist Redguard? Auf dem Server? War nicht mehr auf dem Server. Das geht ja nicht, dass der nicht auf dem Server ist. Was Schuss gesagt. Hat er nicht gemacht, ne? Würde ich mal noch mit dem sprechen. Seiner Frau. Zelle grün. Ich gucke, Zelle grün. Gucke, Zelle grün. Okay, dann bin ich wieder dran. Zelle grün. Okay, jetzt gucke ich wieder. Zelle grün. Okay, ich gucke. Zelle grün. Und wer guckt, in Wald? Hast du gerade geguckt, ob Zelle grün ist? Warte, ich gucke mal. Ja, Zelle ist grün. Okay, dann bin ich jetzt dran. Ja, Zelle ist grün. Okay, Zelle ist rot. Okay, ich gucke. Zelle ist jetzt wieder grün. Ah, Glück gehabt, Mensch. Ja. Ja, echt. Boah, ich habe schon gedacht, da kommt eine Gefahr oder so. Ja, ne, aber... Ja, nee. Okay. Ah, scheiße, farbenblind. Landwirtschaftssimulator hier. Zelle ist grün. Okay, Zelle ist, oh, ich erkenne diese Farbe gar nicht. Was ist denn neben Gelb? Heißt neben das Gelb, andere? Moment, grün, Ruhe. Ural kommt. Okay. Von? Bei, Siegel EXT kommt. Okay, von okay. Wo? Oh, oh. Hinter mir. Wieso bist du nicht an unserer Straßensperre? Gib Kette. Trecker. EXT hat mir gerade geschrieben. Also sorry nochmal von meiner Seite aus. Ihr wart mitten zwischen den Linien Net, Wixer, EGF, Wasp und alle in Stary. Machst du dich fertig, Alex? Ich bin sowas von breit, Alter. Ich häng mich einfach hinter den Ural. Ich glaube, wir halten an. Ich hab unseren Plan versaut. Hat er hat uns. Ja, jetzt schießen sie auf ihn. Nicht, dass ihr denkt, wir hätten was gegen euch. Wir haben wir nämlich nicht. Schreiben sie gerade. Die mögen uns. Jetzt gleich nimmer. Der Trecker fährt weiter. Ja, macht nichts. Aber ich liege da oben tot und ihr habt jetzt gleich Spaß. Och, Zeudo, ey. Was denn? Ja, warum machst du denn sowas, ey? Ja, ja, kommt egal. Kommt schon einer. Hm? Kommt schon einer. Ja, den könnt ihr gleich wegnatzen. Nimmst du das MG? Ja, hab ich schon. Bald euch. Virus. Ponne natzt schon, Ponne natzt schon, Ponne, ich bin hier unten, ich sehe von hier nichts. Wo bist du? Ja, er blutet, aber er läuft weg. Jetzt habt ihr verkackt. Ponne, komm hier runter, komm hier runter. Jetzt habe ich ihn. Okay, komm trotzdem runter. Position bringen. Hier bist du ganz unten? Ich bin unten an den Fahrzeugen. Meinst du, die fahren da jetzt durch? Weiß ich nicht, vielleicht kommen sie hier rumgefahren. Glaube ich nicht. Meinst du nicht? Aber nee, den sollten wir jetzt nicht looten. Nee, die sind mehrere gewesen. Aber die umkreisen gern einen, weißt du? Ja, ich guck nach rechts. Ich gehe mal links ein bisschen hoch. Also rechts von unten, Zelenogorsk gesehen, ne? Von Norden ist ja jetzt, wo es Airfield ist. Ich gehe jetzt links. Bin ja, links. Ach so, du guckst nach Osten. Okay, warte mal, da guck ich, ja. Westen. Virus, gib Gas. Ja. Okay, ich sehe die MTVS, aber keine Spieler. Okay, dann sind die schon hier irgendwo im Wald, oder was? Ja. Vielleicht war das ja nur einer. Mm-mm. Nee, es sind ja zwei da lang gefahren. Das geht ja schon mal. Oh, DMR. Oh. Poninski, Alter. Okay, das war's. Ja, die haben sich da bei ihren MTVRs verstanden. Der gerade geschrieben hat, dass er uns mag. Ich bleib hier liegen. Ja, Zeudo, jetzt hast du es verkackt. Jetzt kannst du Alex nichts mehr nachmachen. Ja, jetzt hier Minus und Minus, er gibt Plus, Fotze. Alter, der ist so langsam gefahren. Ja, weil ein Trecker war. Aber guck mal, die werden hier voll reingerasselt. Ja, es hätte funktioniert mit dem URZ, mit dem Anlaufen. Also die anderen sind jetzt auch weg, das ist auch sehr gut. Also, alles wieder scheiße. Sind schon unterwegs. Wie immer. Alles wieder, jetzt wieder einzeln. Nee, Alex ist noch am Leben. Ja, ich bin noch, ich bin die anderen kommen jetzt gleich von hinten. Aber die werden nichts bringen können, weil... Ja, die haben sich doch schon auf Position gebracht, Mensch. Ich dachte, das war vielleicht ganz cool, aber ne. Ja, siehst du, genauso wie ich es gedacht habe. Hey, du videogeiles Arschloch, ey. Hab ja. Ich gar nicht gesagt. Ich hab gesagt, Abo geil. Ja, Abo-Fotze. Abo-Strich. Abo-Strich 600, yeah. Alter, ich liege hier und der Trecker nervt so, ne? Dieses Geräusch. Cannot fire. Mal ein bisschen lauter.
Oh, es wird schon auf mich geschossen. Oh nein, und ich weiß noch nicht mal von wo. Das war die beste Straßensperre des Lebens. Yeah. Oh Mann, fuck. Das war mal wieder ein Schuss in die Nuffe. Wahrscheinlich fahren jetzt Jamal und so jetzt dahin und die sterben jetzt auch sofort. Sind die von Pustoschka gekommen oder von wo sind die gekommen? Ich würde was anderes sagen. Ihr fahrt wieder in die Base, holt den Heli, holt uns alle ab und dann... Ja, also macht das nicht. Das ist wirklich dumm, wenn ihr jetzt dann auch hinfahrt. Ja, die sind jetzt auf Position, die liegen da, die sind bereit. Ja, die sind sowas von breit. Die haben mich auch von hinten erwischt, das heißt, die waren jetzt schon in Celle. Alter, 132 Meter Entfernung. Und ich bin in Pustoschka. Mensch! Okay, dann fahren wir noch schnell zu dir. Hab ich einen Lack, wa? Ich schreib denn erstmal, dass, danke, dass ihr uns mögt. Danke, dass ihr uns mögt. Jeder Schuss genau ins Herz. Also ich bin auf der Straße direkt zum Lager, ne? Ja. Sind wir auch gerade. Also Heli. Was? Heli? Nee, Heli-Action, oder was? Ja, natürlich. Komm, wir laden jetzt die anderen Leute ein. Das macht hier keinen Sinn. Ah, ich höre was. Ah ja, alles klar. Was denn? So, mein Zampfer an der Vorne. Ach so. Ja, was sollen wir denn machen? Sind genau in eure Trap gefahren. Schreibt er gerade. It's a trap! Jetzt müssen wir uns natürlich verteidigen. Ist noch wer in der Nähe? Schreibt, das war keine Trap. Das war VW-Treffen. Wir haben nur auf den Bauern, auf den Trecker gewartet. Hallo, ist noch jemand in der Nähe? Pseudo-Pone? Ja, ich fahr gerade gleich in Celle. Ja, nee, komm, hol mal mit dem Heli. Ja, ich versuche dann mal abseits der Straße rumzufahren. Ja, Pone, komm, Hause weg, ey. Oder echt, Pone, schön wegklatschen, die Alte. Ja, stimmt, dann könnt ihr mich eben in den Heli einsammeln. Das dauert ja eh noch. Korrekt. Uhu. Kann man ja kurz gucken, ob Zelle rot ist, ob sie da durchfahren? Ja. Entschuldigung. Oh. Ach, scheiß Heroin, ey. Zelle ist grün. Warte, ich komm nochmal. Nur für dich. Warte. Ist grün. Nee, sehen Farbenblinde das nicht immer als grau? Ja. Weiß ich nicht. Ich glaube, die sehen rot und grün als grau. Aber wetten, dass sie unsere Straßensperre jetzt müssen. Ja, haben sie ja geschrieben, jetzt müssen die sich verteidigen. Nein, sie mussten sich verteidigen, weil sie von. Nein! Ja, was sollen wir machen? Direkt in eure Trap gefahren. Jetzt müssen wir uns natürlich verteidigen, Zwinker-Smiley. Do you know what I mean? Wir düsen da jetzt mit scheiß Heli drüber und metzeln diese ganze Scheiße kaputt. Boom! Fotzen! Yeah! Außer er trifft Piloten gleich. Nein, dann machen wir das wie bei Ponne. Weißt du, schnell scrollen und dann umsteigen. Das geht bei mir nicht. Oh nein, hoffentlich haben die alle Sprit. Ach nee, wir haben nur noch einen Heli, ne? Da hat ja der Juni irgendwie Scheiße gebaut mit den anderen beiden. Jetzt müsste ich ja sauer sein. Das waren ja im Grunde diesmal meine Helis und nicht die von der Lunke. Kack. Der Juni ist noch nicht mal mit denen geflogen. Und hat sie trotzdem geschrottet. Der, was jetzt noch rumsteht, mit dem Beschuss so oft geflogen und der ist nicht kaputt. Ach, das ist so ärgerlich, was wir hier schon alles verloren haben. Fahr jetzt einfach mit dem OLZ in den Ural rein. Können Sie zusehen. Und dann müssen Sie auf jeden Fall erstmal umpacken. Wie weit bist du noch entfernt? Vibor. Aussteigen. Schnell SMG abladen. Ja, genau. Und ich nehme hier nochmal Muni für die AK mit. Sicher, sicher. Achso, und ich sollte Magazine einstecken, ne? Mhm. Für den Heli. Ich schau schon mal, wie es mit dem ausschaut. Was brauchen wir da? M240 war das, ne? Oder 249? Ihr müsst euch ein bisschen beeilen, 240. Ne? Gleich, Schatz. Gleich sind wir da. Delle grün? Ja. Hat keiner geguckt, ne? Hab geguckt, ist grün. Ja, jetzt? Die war rot? Ja, kann er nicht sagen, weil er irgendwas anderes gemacht hat. Kanister packen, voll tanken. Hallo, ich bin gerade hier jetzt, wie, muss noch voll getankt werden? Komplett? Ja, ja. Scheiße. Zumindest ein bisschen was neu, dass wir zur Tanke kommen. Ja, von der Tanke aus können wir schon schießen. Da.
Oh, die sind jetzt nördlich davon, diesem von Zelle, an diesem Ort laufen Zombies. Nördlich davon? Ja? Weiß nicht wo. Die sind jetzt einen Ort weiter tiefer, ja? Nein, da wo die Kurve ist, ist ja ein Ort. Ja, und da sind sie. Da sind sie, wie heißt der denn? Soll ich einfach in den Ural reinfahren? Das Novka. Fahr in den Ural rein, ne? Was dran hast? Wie in deren Ural oder was? Mhm. Hier steht ein Ural. Hey Billy, wirst du halt mit tanken? Ich dachte, ich fliege in die Tankstelle. Ja, aber wir müssen erstmal ein bisschen was im Heli haben. Also auf jeden Fall muss jeder einmal noch rennen, oder? Sicher. Ich habe MTVR von denen geklaut. Oh, jetzt schießen sie auf dich. Ja, treffen nichts. Bam, 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 bam. Noobs. Hast du einen XTler überfahren? Nö. Ah, den hab ich getötet. Kann sein, dass der sich jetzt irgendwo gekillt hat. Ach, falsche Richtung. Hier muss ich ja auftanken. Er ist echt den MTVR jetzt geklaut. Ja. Cooler Typ. Waren die hinter dir her? Weiß ich nicht. Schade. Das wäre jetzt cool zu wissen. Ja, dann müssten wir eigentlich in Jakal und den direkt entgegenfahren. Jawohl, das wäre auch lustig. Oder nee, besser wäre noch der Wotnik. Auch gut. Jakal, da ist man so, ne? Präsentiertellermäßig. Aber jetzt machen wir gerade den Heli voll, was? Wer läuft denn hier? Ich nicht, schieß. Na, ich hab doch keine Waffe. Ja, überfahr. Ja. Hätte ja einer von uns sein können. Nein. Nee, wir drei hier betanken, Ponne sonst wo. Ins Novgar. Fuck, ich blute. Warum? Weil sie mich getroffen haben. Jetzt doch noch. Ich dachte, die treffen nichts. Also, ich bin da rangefahren und hab den einen MTVR geklaut. Ja, das ist schon hart. Mach das mal nach, ey. Andere Frage ist jetzt, ist da noch was drin? Ja, lohnt sich das denn überhaupt? Kannst du, also wenn sie dich nicht verfolgen, dann guck doch schnell auf die Karte. Nö. Aufgeregt. Egal, also ich hab's schon genug gedemütigt, finde ich. Ich hab den ein Fahrzeug direkt unter der Nase weggeklaut. Und es wurde beschützt von 3000 DMRs und mega, mega Monsterwaffen und wir sind so cool, yeah. Und sie hatten einen Roboter und ein Schifftanker, Tankerschiff, Atomkriegs, Bob. Und ein Power Ranger Megazord. Ich hab keine Ahnung, wie ich jetzt zu euch kommen soll. Ich hab keine Ahnung, was ein Power Ranger ist. Hab ich auch nicht. Nee. Weiß nicht mal, was der weiße Power Ranger kann. Alter, der weiße Power Ranger war der Beste mit Saber, Alter. Das war Tommy, ey. Hast du gar keine Ahnung, Mann? Alter, hast du gar cool. Keine Ahnung? Was cool. So. Ja, hier ist der ganze Loot drin. Nee. Was? Naja. Unser? Naja. Hier ist nicht der ganze Loot drin, sondern eigentlich nicht viel. Eigentlich nur eine M1911. Nee, eine FM-Voll-3, G36, eine DMR. Ich bin die Base. Ja, los, komm her, Digga. Weiß nicht, wo ich bin. Okay, hier, komm, wir haben... Das müsste eigentlich reichen, oder? Sprit bis zur Tanke. Ich habe jetzt auch noch zwei volle Kanister. Okay, aber ey, wir haben ein Viertel drinne. Das reicht bis zur Tanke. Welche Tanke denn? Na, Pustoschka oder Vibo, ist mir egal wo. Ja, na klar, da wo die ganzen DMRs hocken. Ja, dann wäre Vibor sicher sinnvoller. Huch. Jetzt habe ich gerade mit dem Dino-Shooter hier schon wieder über den ganzen Scheiß geshootet. Kann doch echt nicht sein, dass die unsere Straßensperre jetzt missbrauchen, ey. Ja, aber ist doch voll super, dass das... Warte mal, sag mal ruhig, ganz kurz. Ja. Ach, da fährt jetzt einer in die Straßensperre rein. Von Zelle aus. Oh Mann. Das gucke ich mir an. Hillbilly reicht, ne? Ja, ist grün. Jo. Ja.
aber eigentlich wäre doch die Tanke über Pustoschka genau richtig. Hä? Es wird nicht geschossen. Also sind die doch nicht mehr da. Dann war es ein Freund. Ja. It's a friend. So, wer kann mir Blut geben irgendwo? Ja, Frage ist, wo du bist. Ich weiß gar nicht, Pustoschka. Was ich mit habe. Ausrüstung. Ich habe gar kein Blut mit. Hier, einer, der im Lager ist, kann der noch Blut mitnehmen? Hm. Ja. Den kann ich nicht ins Lager fahren? Ja, kannst du auch. Schon? Wir sind ja im Lager. Alter, ich lock mich dann aus oder so. Wir haben Motorteile, Metallteile, alles hier im Heli. Oh Mann ey, es war der Falsche im TV, ja. Warum? Du hast doch zwei Waffen, oder nicht? Nö, fünf. Ja und? Warum holst du jetzt? Was hast denn hier für Waffen? Mit dem R 3G36, 2F in voll. Ja, wo ist das ja, Problem? Ja, hallo, bist du doof? Ist doch gut. Wir ja, voll schlecht. Wir brauchen die haben doch da bestimmt in den anderen noch mehr gehabt. Ja, vielleicht. Aber die kotzen doch jetzt sowieso erstmal im Strahl. Ja, weil sie abgezogen wurden. Von einem Typen, der einfach mit mit nichts, ne? Mit nichts. Nichts da angekommen. Ja, warte mal, die kämpfen da gerade. Ich höre, wie die geschossen wird. EGF macht die fertig. Hammer. Ja, wir kommen da jetzt auch hin. Mit einem Düsenjet. Im Heli, Alter. Ja, aber EGF gewinnt ja gerade. Ja, mach mal EGF-Blatt. Ja, so sieht das aus. Ja, und Langer ist auch tot. Was denn jetzt? Achso, ich bin bewusstlos. Kommst du in den Heli rein? Ich find's jetzt richtig gut. Nee, du musst auf Captain. Ja, von der Seite. Ziehst hier rein. Die schießen immer noch. Alter, was geht denn da ab? Der nächste EXTler ist tot. Ja, die ballern da gerade richtig übelst ab. Ja, bam. Das ist ja schon wieder diese Unterstellung, weißt du, EGF weiß immer, wo du bist. Nein. XT ist jetzt so aufgelöst, dass einfach so ein Typ da ankam. Ein Typ. Ohne Waffe. Ein Typ. Keine Waffe. Wie das war's jetzt? 100% Fun. Nicht. Ja, Leute, also. Dann waren da nicht mehr. Den Langer haben sie selber umgebracht. Wir kommen, Ponne. Ne, jetzt kommt noch. Jetzt hier, Dana ist noch da. Dena, ja. Ja, Maximus ist tot. Der hat Maximus gerade gekillt. Aber ich fahre jetzt direkt rein, ist mir egal. Ich könnte mich dann mit dem Heli holen. Oder ja, wir kommen. Müssen wir schon mal Viber tanken. Oder ach komm, Pustoschka. Ich hab rechte Seite im Blick, Digga. Wenn wir jetzt den Heli verlieren, dann ist der Tag komplett geil. Dann war das unser bester DayZ-Montag aller Zeiten. Obwohl, Pseudo hat ja gerade richtig viel wieder gut gemacht. 2F in voll. Hey, ich hab die Idee gehabt. Ja, und eigentlich waren die nur so verwirrt wegen dem Traktor. Das hat's eigentlich rausgerissen. Ja. Und was hast du für eine Idee gehabt, dem Feind zu verraten, wo wir sind? Ja, fand ich auch lustig. Juni schreibt, was ist das? Heli kommt, seid ihr das? Ja, wir sind das. Den Pushy, Dankeschön. Alter, ich sehe da den anderen Ural auf der Straße und ich glaube, da ist einer. Ja, da muss jetzt EGF sein, ne? Oder ich halt mal still, halt mal still. Stimmt, da ist einer. Nicht bewegen. Schön weghauen. Aber Dana ist da auch noch, ne? Ja, Achtung, dem eher. War das hoch genug? Ja. Das sind zwei. Jetzt auf der anderen Seite. Hause weg. Oh, da brennt was. Flieg zur Tanke. Erstmal, das war tanken. Der liegt da auf der Straße. Der kriecht auf der Straße. Ich seh ihn nicht mehr. Warte mal, ich mach mal Player-Menü. Jetzt ist er so links vom MTVR. So wie er steht. Mitten auf der Straße. Oh, ich wurde getroffen. Schnell. Weg. Alex hat immer ein Problem mit sehen, ne? Ja, hab ich. Ich bin so blind wie Kirchenmaus und so. 8000 Blut habe ich. Also andere und, Tanke erstmal kurz. Und Hillbilly? Ja. Hillbilly, hast du den gesehen? Nein. Auf der anderen Seite, ja. Oh, das ist die andere Seite. Der schießt immer noch. Da unten kommt ein... Warte, stehen bleiben. Da unten kommt ein Schulbus. Wo? Kannst du aufballern? Ja. Soll ich wen drehen? Ja, ein bisschen nach rechts. Okay, geh ein bisschen runter. Geh runter. Ach, da unten. Ah, drehen, dass Hillbilly schießen kann.
Ich muss nachladen. Push die Felle rein. Bisschen höher, höher, höher. Jo, so ist gut, so ist gut. Halt einfach die Linie. Oh, ja. Ja, okay, nee, 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 ist jetzt zu weit weg. Okay, komm, tank erstmal. Obwohl, jetzt verlieren wir so gut wie gar keinen Sprit, ne? Ach so, scheiße, ich blute ja immer noch. Nee, nur eine sind voll. Pass auf, ich spring mal ab, ja? Okay. Und verbinde mich und Hillbilly macht erstmal Rundumsicherung. Jo. Aber dafür, noch eine M24. Wie, da war noch eine M24 auch noch drin. Mhm. Alter, was holst du eigentlich rum? Ja, das... Hol dir den anderen, da ist mehr drin. Der brennt, den habe ich in die Luft gejagt. Oh, das ist cool. Ja. Aber vielleicht haben die Leute, die davor waren, schon was eingesammelt. Ihr kommt gerade zur Straßensperre? Nein. Ein MTVR gefahren zu mir. Okay, wir sind an der Straßensperre. Mach kaputt. Und der hält an. Aber ich sehe ihn noch nicht. Der hält bei dem brennenden Fahrzeug an. Mach kaputt, was ich kaputt machen kann? Ja, mach kaputt, was ich kaputt mache. Okay. Wünsch mir Glück. So, komme ich von hier unten schon in den Heli rein? Ich glaube nicht, ne? Nee. Kannst du. Nee, Fast Rope bringt ja auch nichts. Vielleicht geht's da durch? Nee, ja, mach mal. Mach mal Ropen, ey. Aber man kann ja da nicht hochklettern, das fehlt so ein bisschen. Nee, ich komm nicht rein. Okay. Auf welcher Seite sitzt Jamal? Okay, dann decke ich die andere Seite. Ja. Erstmal hier zu. Ach, hier ist ein gelber Bus hergekommen. Ja, ja, der gelbe Bus, den haben wir gerade schon beschossen. Alter, hier kommen Zombies. Ah. Wie voll bist du? Ach, halb. Oh, das dauert. Oh, ja, Jamal, pass auf, wo du hinschießt, Alter. Also, macht's gut, Leute. Gute Nacht. Ciao. Ihr müsst nachher hier Fahrzeuge aussortieren, ne? Mhm. Ja, machen wir. Bleib erstmal hier stehen noch. Falls ihr nach Hause kommt, könnt ihr mir noch Blut geben. Warum fliegst du denn hin und her auf der Tanke? Links, rechts, links? Ah, so, da. Nee. Okay. Hä? Doch. Steh. Bei mir switchst du immer links, rechts, links, ja, rechts. Genau. Voll der Disco-Heli. Hast du gehört? Ja, ja. Wenn ihr ins Lager kommt, gibst du mir Blut. Wie, ich geb dir Blut? Du bist doch dann... Oder bleibst du da? Ich stehe jetzt hier noch kurz. Tschüss. Ciao. Alter, also switcht echt links, rechts, links, rechts. Ja, ja, ja. Bei mir nicht. Ponne, geht bei dir noch Action? Nee. Der ist abgehauen jetzt. Also der UAZ ist abgehauen in Richtung Zelle. Okay, dann heb mal leicht ab und flieg nach hinten. Und komm ein bisschen runter. Bin drinne, hoch. Alles klar. Noch 5000 Blut, ist okay. So, dann los, ab da nach Pushy. Du sagst reich, das Ding ist voll. Ja. Ja, wo du recht hast, ne? Reicht, ne? Aber dass ich den nicht gesehen habe, da neben dem Auto. Bei mir war da diese fette Rauchwolke und hat gebrannt und so, und dann habe ich da keinen Typen mehr gesehen. Ja, und der war links daneben gelegen. Vielleicht war es ein gelbes Massaker, also mich tötet mich jetzt nicht. Ich bin am gelben Massaker. Ja, wir kommen jetzt erst. Und hier liegen Leichen rum. Am verbrannten Auto? LKW? Ja. Ja, da müssen wir auf jeden Fall drüber, ne? Da muss irgendwo Spasse mal lacken. Also ihr könnt auf jeden Fall an der Straßensperre noch gucken, ob da auch irgendwie Aktivität ist. Also beim gelben Bus. Doch, da unten rennt einer. Achso, du bist am gelben Bus. Okay. Okay. Straßensperre. Warte, mach mal ruhig. Ja, der muss sich ja schon mal einpendeln. Okay. Okay, mal gucken. Ihr macht mit Rundumsicherung, ne? Ja, mich auch.
Aber Dena muss ja noch irgendwo hier sein. Ja, ja. Oh, die haben allen Loot eingepackt hier, die ganzen Leichen. Es wird geschossen! Oh. Was? Oh ja. Von links. Oh ja. Ja, das ist links. Flieg weg, rot. Oh, ganz schön rot. Warte, ich spring ab. Hier überm Wald. Flieg ein bisschen tiefer, bitte. Okay, ich bin raus. Ja, wo denn? Wo jetzt hinfliegt der Wald? Nee, der war schon bei dir auf der Seite. Irgendwo da beim See oder so, ne? Mhm. Ja. Der war auf jeden Fall in die Richtung von Pony. Flieg nochmal drüber, sodass Jamal nochmal schießen kann, aber fliegt schnell drüber. Ist schon schwer beschädigt. Ja, hat der krass geschossen. Oh, fettes Leck. Okay, nee, komm, dann flieg ins Lager, nichts riskieren. Von irgendwo Ost 40, 60, bin mir nicht ganz sicher. Ach, Pustoschka, hinter euch dann. Ich muss mal genau lesen. Nee, nicht Pustoschka. Ich sehe dich, Pony, der müsste so wegen links von dir sein. Links von mir? Mhm. Ach du meine Güte. Du liegst ja zwischen Bus und den anderen Auto, ne? Nee, ich bin weiter gelaufen. Richtung Pustoschka im Wald rein. Okay. Dann ist es die Leiche. Ach so, okay. Lag da eine Leiche? Mhm. Okay. Na, da hab ich mir eine M14 AIM abgegriffen und eine ACOG. Oh, das ist doch schön. Boah. Von dem Blut hast du nicht zufällig dabei, oder? So? Ja, wo bist du denn jetzt? Ich bin bei dieser Halle rausgesprungen. Bei diesen Bauernhäusern bin ich rausgesprungen. Da gibt's auch eine Karre, sehe ich gerade. Eine weiße, ne? Aber ja, genau. Schüsse, ihr wart so laut, ich hab die Schüsse ja nicht mal gehört, ey. Ich bin jetzt bei der Halle, ich versuche mich gerade zu orientieren. Dann ist da vorne unsere Straßensperre, ne? Ja. Ja, da ist aber jetzt nichts mehr Großartiges. Die meisten Leichen hatten nichts mehr bei sich. Wurden einfach raus und weg und alles leer gemacht. Aber irgendwo muss hier noch Dana sein. Ja, oder ausgelockt, oder? Mal gucken. Er ist noch online. Gerade über eine riesen Freifläche, ey. Gut geht's mir dabei nicht. Weil der Typ schießt unglaublich gut. Ja. Das muss man dem lassen. Warte mal. Eli? Ist denn wieder in der Base? Ist ein Heli, Alex. Hörst du? Kommt ein Heli oder irgendwas? Sag mal leise. Ja, ich hör's. Ach, du ahnst es nicht. Wieder EXT? Alter. Das konnten die jetzt gar nicht sehen, dass wir hier mit dem Heli unterwegs sind. Scheiße, wo bin ich denn jetzt hier? Bin ich voll blöd? Ach so, da ist die Tanke. Ich bin falsch gelaufen. Soll ich dir eine Koordinate sagen? Nee, ich sehe gerade die Tanke von Pustoschka. Oh, bin ja, du? Dann bin ich im gleichen Wäldchen wie du anscheinend. Ich bin auf der rechten Seite. Von der Straße. Wenn man so Richtung Norden guckt, dann ich auch. Richtung Norden? Ja, genau. Genau. Dann bin ich auch am Waldrand und gucke Richtung gelber Bus. Also bist du mehr an der Straße, ja? Mhm. Oh, Heli wäre fast im Sack gewesen. 17% nur noch vom Hegroder. Hast du gut gemacht, Junge, hast du gut gemacht. Aber warum kriegen wir immer so auf den Sack und andere mit ihrem Heli nicht? Ich weiß nicht, schießen wir so beschissen. Ja, ich fahr mir gleich hin, Heli Billy. Ja. Kommt er mit dem Wodnik oder was? Irgendwie Massaker. Ja, aber die kommen mit dem Heli. Dann wäre doch ein Wodnik genau richtig. Mhm. Warte mal, ich höre ihn jetzt wieder. Nehme ich einen MG mit. Wie bitte? Ja, nimm mit. Ich höre ihn irgendwo bei Zelle. So, warte mal, du zielst auf den gelben Bus. Dann musst du ja irgendwo hier vorne sein. Oh, er kommt näher, glaube ich, Alex.
Warte mal, wo war er? Oh, er kommt, er kommt, das ist, oh, das ist AXT, hundertprozentig. Oh ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ich glaube, ich lock mich aus jetzt. Jetzt habe ich noch ein negatives Erfolgserlebnis. Oh ja. Mit MGs wieder in den Seiten. Ich leg mich hier hin, ey. Fliegen gerade über mich rüber. Über mich auch. Du bist irgendwo neben mir. Die jagen jetzt den anderen Heli, wa? Ja, scheint so. Ponne, wo bist du? Ach, Ponne, Mensch, ich bin hinter dir. Nee, das bist du gar nicht. Ponne, wo bist du? Wo bist du? Soll ich mal mich hinknien? Ja, weiß ich nicht. Nehm ich mal hin. Ach, Mensch, doch, ich bin hinter dir. Guck mal rechts. Ja, da. Stopp, zurück. Zurück, zurück. Weiter, 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 weiter. Ach, da. Ich hätte dich so killen können, Mann. Hättest du. Ist das Massaker eigentlich heile? Ja, aber Schritt ist alle. Okay. Wo ist Dana? Ey? Also pass auf, Dana müsste aber links hier sein. Von uns aus hier, ja genau, da, in die Richtung. Da? Ja. Und den jagen, oder was? Weiß ich nicht. Achso, hast du Blut? Das war ja meine Frage, hast du Blut? Ja. Kannst du mir was geben? Dann sehe ich mir. Halten in der Stillheit. Ja, ich bewege mich nicht mehr. Wo ist der Heli hin? Keine Ahnung. Oh, also. Airfield Richtung, oder Vibor. Okay. Ist weiter Richtung Airfield. Okay, danke, Ponne. Redguard. 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 Hast du ihn wohl gesehen? Jo, bin 1000 Meter von Pustoschka entfernt. Alter. Okay. Wo warst du denn die ganze Zeit, ey? Wieder eingeschleudert? Dafür hab ich eine Frau. Wieder einschleudern lassen? Natürlich. Eklig. Sollen wir dich gleich mitnehmen? Du wirst in die Base. Ich laufe in Richtung Base, beziehungsweise okay. Pustoschka eventuell. Mal schauen. Ponne, von irgendwo hier hat die Alte geschossen. Ich sage mal die Alte, weil Dana ist für mich ein Frauenname. Ich für mich auch. Glaube ich auch ein Frauenskin. Nein. Ist vor uns auf jeden Fall an mir ein alter PKW vorbeigefahren Richtung Pustoschka. Oh, okay. Oh ja. Wie weit ist er noch von Pushy entfernt? Ich 900 Meter jetzt. Weil wir sind jetzt gleich Supermarkt. Wir sind 900 Meter bis zur Tankstelle. Jamal, wurdest du eigentlich angeschossen, als du im Heli gesessen hast? Nein. Alter, nur ich, ne? Immer ich. Also ich glaube, das waren diese UAZ-Typen, die mit UAZ abgehauen sind. Meinst du, die haben hier mit einem... Also war das ein bewaffneter UAZ? Nein, nein, die haben eine Loot eingesammelt. Ich habe die beschossen, die sind weggefahren. Na komm, weiter. Tanke hoch. Ja. Dann sind die nochmal im Wald rausgegangen und haben nochmal versucht, Ärger zu machen. Röttger, läufst du querfeld ein oder was? Ja, mach ich. Und der ist an dir vorbeigefahren? Genau, aber Richtung Pustoschka. Okay. Was denn, UAZ? Nee, mit so einem gelben alten Vehikel. Alex, soll bei euch irgendwann vorbeikommen? Ja, los, hinter. Zurück. Aber nicht zu weit links laufen. Nee, nee, ich renn weiter rechts. Dann, warte mal, nee, warte mal, Pustoschka, dann ist er jetzt Richtung Zelle unterwegs, oder was? Ja, ja. Ja. Oh, dann sind wir vielleicht schon zu langsam, Ponne. Also Tankstelle ist er nicht, ist er schon irgendwo bei euch. Also hier ist nicht vielleicht langsam. Hat das Auto auch irgendwo abgestellt und ist dann zu Fuß noch weiter oder so. Oh, nee, echt? Ich höre ihn. Da kommt was. Muscle Car sind wir, ne? Ach so, das seid ihr. Ach so. Ja. Okay. Ja, wir sind hier oben im Wald. Cannot fire. Stell das hier mal ab. Jo, wir sind hier. Ich sehe euch also schon hier. Warte. Ja, genau, richtige Richtung, Hillbilly. Nee, ja, umdrehen, umdrehen, umdrehen. Hier, ja, 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 guck. Hier, Jungs, genau. Oh, Leute. Ich muss es spät. Oh. Aber wirklich jetzt, ich würde ja noch gern, aber... Ihr müsst die nämlich jagen. Ponne. Das Video geht nur noch 9 Minuten. Was machen wir in 9 Minuten? Abhocken. Ach, ist das verfickt. Haben die echt mit dem UAZ auf uns geschossen? Im Heli? Nein. Das ist doch verfickt. Ich hasse diesen Wald übrigens, ne? Ich sterbe hier immer. Du
mal mit dem NG Straße runter. Hm. Ich wüsste aber auch nicht, was wir hier richtig abbücken sollten. Was sagt ein Kater, was ist denn rot? Gwotzno ist rot. Alter, wollen wir einfach nach Gwotzno? Da oben wird doch verkauft, oder? Puh. Naja. Ey. Könnte aber auch einer sponsern. Gwotzno ist jetzt wieder grün. Bei mir noch rot. Ja, danke fürs Blut. Ja, es ist noch keiner im Lager, Mann. Aber Red gab noch gerade. Ich hab Blutgeber. Achso. Ich brauch noch eine Weile. Und, hat's geklappt? Was? Der Hubschrauber ist doch wieder da. Ja, ja, aber wir wurden vom Heli, also der Heli wurde ganz schön kaputt geschossen. Und ihr habt nichts gemacht? Wir haben den Truck von denen in die Luft gejagt. Ja, das weiß ich doch. Ja, mehr nicht. Langweilig. Ja, total. Ja. Tschüss. Ja. Ciao. Ey, Gwotzno ist immer noch rot. Kommt, lass rein und hinter, ey. Jo. Damit wir wenigstens noch was machen hier. Das, so kann es ja nicht weitergehen. Oh. Ja, wenn wir sogar vorbeigelaufen. Wo ist Jamal? Pony kommt sicher nicht mehr mit, ne? Oh nee, ich glaub. Sag mich aus. Oh, alles klar. Oh, warte, der Sound kostet leiser. Cannot fire. Guck dir auf Karte, ob noch rot ist. Ist noch rot. Okay, gute Nacht, die Herren. Gute Nacht. Gute Nacht. Nacht. Wie fahre ich denn dann am besten nach Gwotzno? Er fehlt hinten lang, ne? Oh, Alter, ich bin schon lange nicht mehr gefahren. Alter, echt lang nicht mehr. Immer noch rot? Ja. Okay. Nimmt das Masse K immer noch die 136 mit übers Feld? Ich glaube das hier nicht, ne. Ich glaube, das fährt auch keine 130. Ja doch, 136 hatte ich gerade. Bei mir ist immer nur 120 gefahren so. Ne, 136, 131, jetzt fährt er gerade bergauf für 127. Ist immer noch rot. Alter. Die machen da einen fetten Deal, Mann. Die machen da einen fetten Deal. Und wir platzen da jetzt rein. Rechts weiter? Was ist drin? Na, ich glaube schon, ja. Ja. Und dann die nächste irgendwann wieder links ab, ne? Du kannst Novi und dann Richtung Gorka. Also Novi dann links hoch. Okay. Also müssen wir durch Sterry durch, das ist gefährlich. Ja. Sterry war nicht gut heute zu uns. Ich wäre sonst jetzt hier vorne gleich links schon gefahren, aber das geht nicht, oder was? Komm am Airfield vorbei. Ja, nee, das muss man nicht riskieren. Aber Sterry ist genauso scheiße zu riskieren. Ja. Egal. Obwohl Airfield wahrscheinlich noch sicherer ist. Aber jetzt fahren wir durch Sterry. Ach Mensch, guckt mal, wisst ihr noch, als wir hier waren? Ah, war das eine Loser-Nummer. Das ist auch noch Zeit. Alter, dann nimmt die 136 mit übers Feld. Das ist gut. Trotzdem ist immer auch rot. Ja, noch 4,8 Kilometer, ey. Das ist voll der Umweg, den wir gerade fahren. Wir fahren 136, alles gut. Oh, jetzt hat das doch verloren. Scheiße. Okay, dann doch da vorne auf die Straße. Schade. Warum ging das eine Zeit lang? Jetzt hier vorne links hoch, ja? Ja. Oh, jetzt ist kurz noch grün. Okay, dann werden sie uns vielleicht entgegenkommen. Dann würde ich sagen, nach 2 Kilometern bleiben wir einfach stehen. Mhm. Weil wir haben jetzt noch 4 Kilometer und wenn sie uns entgegenkommen, dann sind sie dran. Aber werden die hier langfahren? Keine. Ist das echt die beste Strecke nach Gwotzno? Ich glaube, EGF ist wieder mit einem Humvee unterwegs. Oh. Links hier hoch, ne? Nee.
Kommst du zum Burner? Boah. Noch ein bisschen weiter. So. Tag dann schon. Okay, okay. Sind ja auch kaum auffällig mit dem Massaker hier. Jetzt können wir uns schon mal, da haben wir entgegenkommen. Jetzt habe ich wirklich eine gescheite Waffe in der Hand. Pass auf, da vorne, wenn wir über dem Berg sind, fahren wir links rein. So, mal gucken, wo könnte man sich denn hier gut hinhacken? Die nächste, was kommt, hätte man dann links gemüsst. Jetzt? Die nächste links? Okay, dann lass uns noch ein Stück fahren. Kann ja auch sein, dass er da oben irgendwie in die Base fährt, wenn da einer von da oben ist. Quatschen. Guck mal, es sind noch 3 Kilometer. Aber wenn da einer in die Base muss, dann ist es... Oh, Alter, der ließ sich gerade nicht lenken. Dann ist es nicht so lange rot. Ja, oder ist er zu Fuß unterwegs, kann das sein. Uns ja gar nichts entgegen. Hilft ja auch nicht, sich jetzt hier auf die Lauer zu legen. Falls uns was entgegenkommt, fahren wir übers Feld. Alter, jetzt sind es nur noch 2 Kilometer. Das ist echt hart. Was für eine bekackte Strecke. Da gibt's aber eine schnellere. Das. Alter! Der ist einfach gesprungen. Ich kann nichts dagegen machen. Hm. Sagt mal was, Jungs. Irgendwas ist doch hier eklig gerade. Hm. Ich glaube, mit dem Fahrzeug würde er uns entgegenkommen. Er könnte ja auch wirklich dort ein Sponsor sein. Ja. Egal, den holen wir uns jetzt. Oh, oh, da rechts! Alter, Alter! Auto! Auto! Oh, nein! Oh, oh. Seid ihr alle tot oder was? Ich bin bewusstlos. Ach nee, und auch noch so lange bewusstlos. Dreh ich um, wer da liegt. Jetzt rennt mein Charakter einfach. Alter, und ich bin aufgestanden und konnte nichts gegen machen. Alter. Schieß, ach komm. Schieß doch, mein doch kaputt. Lebt noch einer? Nein, tot. Ich bin nur bewusstlos. Ich habe noch 200 Blut. Jetzt liegt er. Ja, ich hab mal nicht getroffen. Aber ich bin jetzt auch tot. Hast du ihn getroffen? Wahrscheinlich. Auf der Suche nach der Action hat uns einer gefickt. Ein einziger. Ich würde sagen sollen, dass wir ausspringen müssen. Ja, ich habe auch nicht geschaltet. Ich wollte die ganze Zeit. Oh, bitte lass mich jetzt in Quatschno spawnen. Bitte, bitte, bitte. Soll Nitschni. Was soll das? Das ist bis nach Quatschno ist das eine halbe Ewigkeit. Das macht keinen Sinn. Nein. Okay, ich Zombies. Bin seid ihr Zombies? Hallo Zombies. Wir müssen da ganz schnell wieder hin. Wir hatten zu viel Loot, das kann er auf jeden Fall nicht alles mitnehmen. Jetzt gerade hat mich jemand angeschrieben. Oh, verdammt. Stunde ist vorbei. Ich glaube, das war der. Wer hat uns getötet? Der QXler? Nee, NETW. Ach so. Er hat jetzt gerade geschrieben, der QXler, euer Fahrzeug im Arsch. Weil wir vielleicht alle umgefallen sind? Aha. Achso, ich sollte vielleicht, wenn ich sterben will, nicht alle Zombies in den Kopf schießen, ne? Ah. Oh. Oh, was ist hier los? Warum verfolgt uns so das Pech heute?
Ich höre auf mit Desert, ich spiele nicht mehr. Ich werde jetzt nur noch Spiele spielen, wo ich gewinnen kann. Ohne andere Leute. So, wenigstens kommen da ja mal ein paar Zombies. Kommt her, Jungs, kommt her. Oh, schon wieder einen Kopf geschossen aus extremer Entfernung. Mal gucken, ob ich das nochmal packe. Ne? Quatsch. Oh. Oh Mann, 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 hier ist Gangbang. Ah, und der bei kurz gestellt haben die. Der schießt. Ich hör's, ich hör schießen. Ist gerade Heu gehabt. Achso, na ja, gut. So kann Menge ist auch einer. Wir können eigentlich steigen. So, meine lieben Freunde, ich beende hier dieses Video. Das waren jetzt 3 Videos in Folge, die nur noch scheiße gelaufen sind. Keine Ahnung, was hier los war. Ich versuche trotzdem, vielleicht kriegen wir da nochmal was wieder, vielleicht auch nicht. Haut rein und bis denne und sorry. Tschüss. Tschüss.